Leute, zum neuen Vlog. Am heute Donnerstag, den 19.03. Hab gerade mal geschaut, ob die Befahrbarkeit der Flächen das schon zulässt, aber zurzeit ist das noch ein bisschen nass. Wir warten mal bis nächste Woche ab. Wie man hier sieht, noch ein bisschen feucht. Aber das bringt noch nichts. Mal nächste Woche schauen, wie das denn so ist. Und erstmal andere Arbeiten machen. So, wir wollen heute einmal ein paar Maschinen waschen. Einmal wasche ich jetzt den Ballenwagen. Der ist auf der anderen Seite ein bisschen dreckiger als auf der Seite zu sehen. Kann auch mal gemacht werden, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und dann wasche ich noch einmal unseren 6506 John Deere. Hier haben wir jetzt unseren John Deere 6506. Der wird hauptsächlich zum Futter ranschieben, wie erwähnt schon, und Futtermischwagen beladen genommen und als normaler Hofschlepper. Der hat sich auf jeden Fall eine Wäsche verdient. Ja, den schaut man zu. Habe ich mal eben die Scheibenecke hinter gemacht. Ich will noch mal ein paar nasse Ecken durchziehen, dass die abtrocknen und den Feldweg ein bisschen begradigen. Kann ich auch einmal zeigen. Zeige ein paar Aufnahmen. Hier haben wir einmal jetzt diese 4 Scheibenecke. Die haben wir seit ungefähr 2-3 Jahren. Und dann unser Eimer, unseren 6170R und die Frontladerschaufel, falls man was ein bisschen begradigen muss. Ja, nehme ich euch mal mit. Heute haben wir Freitag, den 20.03. Heute fahre ich noch mal ein bisschen Busch von den Feldrändern, was noch übergeblieben ist, was noch weg muss, damit wir in 2 Wochen mit der Frühjahrsbestellung voll durchstarten können. Einmal dabei auch der 6170R und unser 8-Tonnen-Kipper und vorne noch ein Krokodil-Kipper. Thank you.
wir haben heute den 23.03., den Montag. Heute haben wir angefangen auf Grünland Gülle zu fahren mit dem 10 Kubikfass, wie man einmal sieht, und dann noch hier den 61-70R. Unsere Böen sind moorig und sandige Böen haben wir auf dem Acker, aber sonst nur Moor. Ja, dann nehme ich euch mal mit. Die Befahrbarkeit geht einigermaßen, an einigen Stellen ist das noch nass, aber auf dem Stück, wo wir jetzt fahren, geht das.